Leute, Doppelpiece. Heute kein fröhliches Video, wie es mir eigentlich vorgenommen hatte. Denn es ist was passiert, was mich mega verfickt Hurensohn ankotzt. Denn der Punkt ist nämlich, Kabel Deutschland, du bist ein A-Loch. Ich möchte es nicht aussprechen, weil ich Angst habe, gesperrt zu werden von YouTube. Weil ihr arbeitet 100% zusammen. Ja, ich weiß das ganz genau, dass ihr da alle zusammenarbeitet. Ihr wollt mich nämlich alle abfacken. Ich weiß das ganz genau. Ich habe von einigen Gott sei Dank gehört, dass andere auch noch down gegangen sind. Da ist so viel im Weg, ich komme nicht richtig rum. Hui! Kabel Deutschland, du bist scheiße. Ich fand das scheiße, gestern habe ich noch gesagt. Es ist toll. Kabel Deutschland ist toll, ich habe nie Probleme. Eine Sekunde später habe ich mir gedacht, oh mein Gott, warum sagst du so etwas, du? Prophezeist doch ein Problem. Und was passiert heute? Heute geht die Scheiße down. Ich wollte heute für euch livestreamen. Ich wollte ein geiles Video produzieren für euch. Und was passiert? Dieser verfickte Scheiß mit den 1... 3, 3, 3! Geht einfach down! Was ist das für ein Müll? Ich mein mal, ich war völlig von der Außenwelt abgeschnitten gewesen. Ich konnte aus dem Fenster rausgucken, hab gesehen, wie die ein, zwei Leute mit ihren fetten Hunden rumgelaufen sind, die dreckig aussahen. Die sollten mal zum Hundefriseur gehen. Aber mehr konnte ich nicht machen. Ich konnte mir keine YouTube-Videos angucken und ich konnte mir auch keine Streams angucken und ich konnte mir auch keine Pornos angucken. Alter, Pornos! Ich hab so eine Eier! 3 Stunden lang konnte ich mir keine verfickten Videos angucken oder sonst irgendwas. Ich konnte mich gerade so auf dem Teamspeak unterhalten. Das war so eine halbe Connection gewesen. Kennt ihr das, wenn so ein Faden der zweite ist und der dritte der vierte? Wenn man halt nur auf dem Teamspeak kann, aber nichts anderes? Ich klicke auf Facebook. Facebook funktioniert. Facebook interessiert mich nicht, weil das zum größten Teil nur Menschen unterwegs sind, die ich scheiße finde, die einen Dachschaden haben, wie man heute sagen würde. Was soll denn das eigentlich? Aber YouTube ging nicht. Doch, kurz vorm Ende, eine halbe Stunde bevor sich dieses Problem aufgelöst hat, konnte ich dann wieder auf YouTube. Dann konnte ich mir schon mal die Thumbnails angucken. Vielen Dank, Kabel Deutschland. Du hast mir wirklich weitergeholfen. Du hast mein Leben bereichert. Was soll ich dazu sagen? Ich bezahle euch 40 Euro im Monat für Telefon. Ich könnte 2 Telefone anschließen. Ich könnte HD-Fernsehen darüber laufen lassen. Dafür bezahle ich. Aber ich nutze nur das Internet. Ich meckere nicht mal, dass das abgeschlossen gestellt werden soll oder sonst irgendwas. Ich bezahle Dienste, die ich nicht in Anspruch nehme. Versteht ihr das? Und trotzdem schafft ihr es verdammt nochmal nicht, mein Internet stabil zu halten. Ich habe euch gelobt. Ich habe euch hierdurch gelobt. Ich habe gesagt, Kabel Deutschland ist gut. Das sollte man sich holen. Das geht nie down. Aber es ging down. Ich war völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Ich hab Angst bekommen. Depressiv bin ich geworden. Ich habe mich in mein Bett gelegen und wusste nichts mehr mit mir anzufangen. Was soll der Scheiß? Das Internet war weg gewesen. Ich hab mein Datenvolumen. Alter, ich hab mein... Wo ist mein Handy? Ich hab mein Handy. Ich hab 4G angemacht. LTE. LTE Plus ist manchmal auch verfügbar. Frag mich nicht, wieso es schon LTE Plus gibt. Oder was für einen Vorsprung man damit hat. Ist mir auch scheißegal. Ich hab mein Datenvolumen leer gemacht. Ich hab einen Internetvertrag für 3,99 €. Bezahlt ihr mir den jetzt? Ich habe 150 MB Highspeed. Die habe ich zu 80% aufgebraucht. Hä? Am 16. wird das neu abgebucht. Bis dahin habe ich noch 20% Highspeed-Volumen. Dank euch, ihr Spinner. Ihr solltet mir lieber Leistung garantieren, sonst kündige ich bei euch und dann gehe ich zu Telekom. Sind eh die Besten auf der gesamten World. Oder auch nicht, ist mir scheißegal, aber ich bin echt enttäuscht von euch. Was? Mann, Alter. 3 Stunden! 3 Stunden kein Internet. Ich hätte so produktiv sein können. Ich hoffe, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Ich hatte auf dem Teamspeak sind 1, 2 Leute, die sagen, dass sie auch Probleme mit Kabel Deutschland hatten. Wow, Deutschland, das muss Qualität sein. Geht down. Was auch immer, ich möchte mich nicht weiter drüber aufregen. Ich wollte heute eigentlich einen geilen Stream für euch machen. Every day, every night. Richtig geilen Stream machen. Ich wollte ein fröhliches Video uploaden, um wieder so ein bisschen reinzukommen in die Scheiße. Also nicht in die Scheiße. Doch. Das kann man Scheiße nennen, was da auf YouTube passiert, Alter. Bleh, kann man da einfach nur machen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Konnte ich alles nicht machen. Ich konnte meinen Plan nicht verfolgen. Jetzt ist 22 Uhr und ich lade ein Video rauf. Wo ich mich aufrege über Kabel Deutschland, Kabel Germany, auch in England genannt. Alles klar, Leute. Tut mir leid, dass ich meinen Plan nicht erfüllen konnte. Ich hab's euch versprochen und ich konnte es nicht einhalten. Mann.
Alles klar, Leute. Doppelpeace. Es wird alles besser. Das verspreche ich euch.